Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Plötzlich müssen, und zwar dringend, obwohl man doch gerade eben auf der Toilette gewesen ist. Wie kann das schon wieder sein? Wir sprechen heute über Inkontinenz, über Harninkontinenz, und zwar da ganz speziell über Dranginkontinenz. Bei mir ist Tina Kadenbach-Blome, sie ist die leitende Ärztin der Abteilung für Urogynäkologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, hallo Frau Kadenbach. Sagen Sie mir, es ist so peinlich, wenn man plötzlich muss. Man fühlt sich so alleine, aber ich glaube, mit Inkontinenz ist man gar nicht alleine, oder? Nee, in der Tat ist es so, dass fast ein Drittel aller Frauen irgendwann im Leben mal von Harninkontinenz betroffen ist. Mhm. Und wenn man überlegt, dass nur 25% aller Frauen einen Bluthochdruck entwickeln, kann man mal sehen, dass wenn 30% inkontinent werden irgendwann mal, das schon eine enorme Anzahl an betroffenen Frauen ist. Genau, dabei gibt es ja ganz verschiedene Formen, glaube ich, auch der Inkontinenz. Richtig, also bei uns in der Sprechstunde der Urogynäkologie sind eigentlich zwei Formen vorherrschend. Das eine ist die Belastungsinkontinenz, das heißt, die Frauen haben Urinverlust bei körperlicher Belastung, Husten, Lachen, Niesen, Treppensteigen. Und das andere ist die Dranginkontinenz. Die Patientinnen kommen und sagen, ich kenne jede Toilette in meiner Einkaufsstraße, ich gehe nicht dahin, wo ich nicht weiß, wo eine Toilette ist, ich muss viel, viel öfter als normal. Und dann gibt es noch seltene Formen, zum Beispiel eine sogenannte Überlaufinkontinenz. Das ist, wenn die Patientin die Harnblase nicht richtig entleeren kann, zum Beispiel aufgrund einer Senkung, dann schwappt es irgendwann einfach über. Und eben auch seltene Inkontinenzen, die mit neurologischen Erkrankungen zu tun haben, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder anderen degenerativen Erkrankungen. Und diese Belastungsinkontinenz, die nennt man ja, glaube ich, auch Stressinkontinenz. Dabei hat das gar nichts mit Stress zu tun eigentlich, genau. Sondern die Blase hat Stress, oder? Genau, die Blase hat Stress. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir husten aus dem Nichts oder wir niesen aus dem Nichts heraus, dann steigt der Druck in der Bauchhöhle und damit auch der Druck auf die Blase. Und der Muskel, der den Harnblasenverschluss eigentlich gewährleisten soll, der ist dann vielleicht nicht ganz trainiert oder eben schon schlappi geworden im Laufe des Lebens. Da wird auch viel Bindegewebe eingebaut, zum Beispiel nach der Menopause. Dann kann es sein, dass der eben nicht mehr ganz dicht hält. Und wenn dann so eine Stresssituation ist, Husten, Lachen oder auch eine schwere Kiste anheben, dann gehen eben tropfenweise, geht Urin ab. Und was macht man da? Das ist tatsächlich eigentlich die, wie soll ich sagen, besser zu therapierende Form der Inkontinenz im Verhältnis zum Drang. Da kann man nämlich tatsächlich mit einer Operation, zum Beispiel mit einer kleinen Bändchenanlage um die Harnröhre, sehr gut helfen. Und diese Belastungsinkontinenz oder Stressinkontinenz, das ist jetzt eine Sache. Das andere, was wir ja schon angesprochen haben, ist die Dranginkontinenz. Jetzt würde ich ja sagen, wo ist jetzt der Unterschied? Also dringend muss ich ja immer dann eigentlich. Genau, also die Belastungsinkontinenz, die hat eigentlich nicht viel mit Drang zu tun, sondern wenn die Blase mäßig gefüllt ist und die Patientin hat irgendwie eine Situation, dann geht schon Urin ab. Bei der Dranginkontinenz ist es so, dass die Blase sich halt unverhältnismäßig oft und auch oft mit sehr geringen Füllmengen meldet und sagt, du musst jetzt sofort auf die Toilette. Und das empfinden die Patienten tatsächlich wie einen Befehl. Und nicht so, dass man weiß, ja, jetzt muss ich ein bisschen, ach, ich gehe noch nicht, das, was wir alle kennen, nee, ich habe jetzt hier zu tun, ich gehe noch nicht auf die Toilette, sondern bei den betroffenen Patientinnen, die an einer Dranginkontinenz leiden, ist es so, dass der Befehl wirklich sehr scharf kommt von der Blase und wenn dann nicht entleert wird in kürzester Zeit, dann kann es eben sein, dass die Harnblase sich einfach von ganz alleine entleert. Wenn Sie jetzt so beschreiben, wie Patientinnen das beschreiben mit dieser Dranginkontinenz, ist das immer so? Also, dass das ein ganz plötzliches Müssen ist, das sich nicht aufbaut? Oder gibt es da auch so Mischungen zwischen Inkontinenzen? Also, viele Patienten kommen eben und sagen klassisch im fortgeschrittenen Stadium einer Dranginkontinenz, ich gehe nirgendwo hin, wo ich nicht weiß, jederzeit, wo eine Toilette ist. Weil tatsächlich dieser Drang aus dem Nichts heraus befehlsartig auftritt.
die Patientinnen beschreiben, dass sie eben, wenn sie zum Beispiel um die Alster spazieren wollen, genau wissen, welche Gebüsche besonders dicht sind. Ja. Oder im Supermarkt, dass sie schon die nette Kassiererin kennen und da immer fragen können, ob sie mal auf die Toilette können. Ja. Das ist natürlich ein langer Prozess, bis es so weit ist, aber es ist eben schon so, dass dieser Drang immer aus dem Nichts heraus eigentlich auftritt. Und was ist die Ursache? Eine Dranginkontinenz hat ganz verschiedene Ursachen. Es gibt die Theorie, dass die Blase nur dann sehr gut funktioniert, wenn im Beckenboden alles an Ort und Stelle ist. Mhm. Jedes Band, jede Bindegewebsstruktur, jeder Muskel hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Zugrichtung, eine bestimmte Funktion beim Entleermanöver der Blase. Und es gibt eben die Theorie, dass wenn da Veränderungen auftreten, dass dann die Blase besonders dazu neigt, verwirrt zu werden. Bin ich jetzt voll, bin ich jetzt leer? Und dann fängt sie an, Signale zu senden, den Reflexbogen, der uns anzeigt, die Blase füllt sich langsam, zu überspannen. Und darin, also in diesen Veränderungen am Beckenboden, liegen die Ursachen. Dann ist es so, dass Frauen natürlich auch dazu neigen, alles sehr gut zu planen und immer noch mal lieber auf die Toilette zu gehen, bevor sie rausgehen, zum Einkaufen fahren oder vor einer längeren Autofahrt, egal ob sie müssen oder nicht. Dann ist eine weitere Ursache, dass wir ja alle nicht jünger werden und dass, wenn die Östrogene wegfallen, auch unser inneres und äußeres Genital älter wird. Und dann werden oftmals Strukturen, die vorher gut durchblutet waren, Bindegewebsbereiche oder auch die Blasenmuskulatur, die werden weniger durchblutet, weil der Körper einfach weiß, dieser Teil, der jetzt ja nicht mehr für die Fortpflanzung wichtig ist, der ist jetzt alt, der wird jetzt ein bisschen runtergefahren in der Durchblutung. Auch das kann zu einem beginnenden Missempfinden oder einem falschen Dranggefühl führen. Das hört sich ja so an, als also viele ganz, ganz, ganz verschiedene Gründe. Das wird dann vermutlich auch viele ganz verschiedene Therapieansätze nebeneinander geben. Am spannendsten finde ich jetzt die Gewöhnung. Wie gewöhnt man sich das denn abzumüssen? Das klingt ja absurd. Ja, also eine Patientin, die mit einer klassischen Dranginkontinenz in die Sprechstunde kommt, da müssen wir vor allen Dingen auch in der Diagnostik eben erstmal gut hinkommen, bevor wir ihr Tipps geben können, wie sie sich das wieder abgewöhnen kann. Das heißt, wir machen in der Regel eine Befragung. Wir gucken in der gynäkologischen Untersuchung, in unserer speziellen Untersuchung des Beckenbodens genau hin. Oftmals stellen wir zum Beispiel eine Senkung fest, die der Patientin selber noch gar nicht klar war. Und auch hier ist eine der häufigsten Ursachen für dieses Drangempfinden zu sehen. Wir machen häufig eine Blasenmessung, eine Blasendruckmessung. Das heißt, die Blase wird aufgefüllt und während des Füllvorgangs wird der Druck der Blase gemessen. Und die Patientin sagt uns, wann kommt der erste Harndrang. Bei Drangpatienten ist der meistens schon nach einer geringen Füllmenge, vielleicht sogar unter 100 Milliliter. Normalerweise kann man 150 Milliliter in der Blase haben, ohne irgendwas zu merken. Und wenn wir das alles zusammen haben, dann können wir auch die verschiedenen Ursachen für diese Patientin definieren, von denen wir denken, dass die alle im Gesamtbild dann zu diesem Dranggeschehen führen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ich immer zu den Patienten sage, wir müssen an 5 Fronten kämpfen. Mhm. Ja, in der Regel ist eine Front davon sind die Östrogene. Mhm. Es gibt Östrogenzäpfchen oder Creme, in denen ein Östrogen ist, was wirklich nur lokal an den Scheidenzellen wirken kann. Das heißt, das geht nicht in den Körper über. Der Körper kann mit dieser Form von Östrogen gar nichts anfangen. Oder jetzt zum Beispiel die Brust. Also viele Patienten haben ja dann Angst vor der Krebserkrankung. Genau. Da muss man einfach sagen, das sind sehr, sehr sichere Östrogene, die auch nur lokal im Genital wirken. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt der Therapie. Wenn eine Senkung da ist, muss man sagen, ist sicherlich ein Ansatz, diese zu operieren. Und trotzdem ist ja die Patientin sehr gut eingerichtet in ihrem Drang. Das heißt, wir haben sie jetzt östrogenisiert, wir haben die Senkung operiert und trotzdem ist ja diese Idee, ich muss vor dem Supermarkt noch mal gehen und ich gehe lieber auch noch mal, bevor ich jetzt einen Spaziergang mache, die ist ja noch da. Und
viele Patienten haben sich auch dieses, haben der Blase auch erlaubt, diesen Haustürdrang zu entwickeln. Das heißt, Patientin kommt, muss eigentlich nicht, nimmt den Schlüssel aus der Handtasche und in dem Moment, wo sie die Tür von der Wohnung oder des Hauses aufschließt, wird der Drang ganz doll. So, und was brauchen solche Patienten? Die brauchen Aufschubstrategien. Das heißt, ein ganz großer Pfeiler der Therapie ist auch die Verhaltensänderung. Erstens, wenn die Patientin zu Hause ist und muss und bügelt gerade, dann sage ich immer, nee. Sie sagen dann laut in der häuslichen Umgebung, nein, Blase, ich bin hier der Chef. Wir warten jetzt noch eine Minute. So kann man zumindest mal der Blase eine Minute abtrotzen. Das nächste ist die Aufschubstrategien, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt ist und ganz plötzlich muss, dann kann ich nur empfehlen, stecken Sie sich ein Bonbon im Mund oder tun Sie so, als würden Sie ein Bonbon essen. Mit der Zunge am Gaumen reiben simuliert Essen. Und während wir essen, müssen wir in der Regel nicht auf Toilette. Eine andere Variante ist, absurdeste Rückwärtsrechnungen zu betreiben. 500 minus 13. Da ist das Gehirn einmal so kurz abgelenkt, dass dieser Drangreflex, dieser Pinkelreflex, dass der wirklich kurzzeitig unterbrochen wird. Und das kann die Minute sein, die es dann reicht, um auf die Toilette zu kommen. Lassen Sie uns kurz noch sprechen über die anderen Methoden, die man anwendet. Ich habe gehört von Botox. Genau, also nach einer Tablettentherapie, die allerdings sehr langwierig sein kann, das richtige Medikament zu finden, ist am Ende, wenn diese Tabletten nicht mehr vertragen werden, weil die ein sehr hohes Nebenwirkungsspektrum haben, gibt es die Möglichkeit, dass wir die Blasenmuskulatur etwas lähmen. Alle kennen ja Botox, was man sich prima ins Gesicht spritzen kann, um nicht mehr so viele Falten zu haben. Aber in der Medizin wird das ja häufig genutzt, um eben bestimmte Bereiche lahmzulegen. Und wenn wir Botox in den Blasenmuskel injizieren, dann erhöht das sozusagen die Füllmenge der Blase und dadurch hat die Patientin längere Intervalle, wo eben der Drang nicht auftritt. Das ist ein kleiner Eingriff, der natürlich auch seine Komplikationen hat, aber in der Regel komplikationslos mit einer Nacht im Krankenhaus durchführbar. Einzige Problem, Botox wirkt nicht ewig. Nee, das heißt, Jahr, ne? Genau. Ungefähr 3 bis 6 Monate beim ersten Mal. Wenn man es dann wiederholt, werden die Intervalle länger. Aber es gibt tatsächlich Patienten, die das in Zeit ihres Lebens auch bis zu 10 Mal haben müssen. Können Sie uns noch ganz kurz erklären, wie ein Blasenschrittmacher funktioniert? Das hört sich ja an wie die Lösung aller Dinge. Blasenschrittmacher und ich kümmere mich um nichts mehr. Genau, ein Blasenschrittmacher ist ein kleines Gerät, welches in die Unterhautfettgewebe des Gesäß eingebaut wird und von dort führen dann Kabel Richtung Rückenmark und dort wird dieser Reflex gesteuert. Das heißt, der Schrittmacher hat entweder eine dämpfende oder eine stimulierende Wirkung auf das Rückenmark. Das Problem ist, dass das eben nicht für jede Patientin mal einfach so zu machen ist. Es muss 2 Eingriffe geben, es gibt eine Testphase, man muss sehr genau beobachten, und natürlich auch noch ein bisschen mittrainieren, was man, wie man da so eingestellt werden kann. Und der Schrittmacher ist nach dem Botox eigentlich das Ende der Fahnenstange. Und die meisten Patienten kann aber mit einer medikamentösen Therapie oder on top noch mit der Botox-Therapie Linderung verschafft werden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.erstlebios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!